Was waren das noch für Zeiten, als man einfach nur kurz einen VPN anschalten musste, um über die Türkei günstige Mitgliedschaften abzuschließen? Aber inzwischen stößt man leider immer wieder auf diese Fehlermeldung. Sie benötigen eine Karte aus dem entsprechenden Land. Haben wir jetzt Pech gehabt und das Ganze geht nicht mehr? Nee, denn wir besorgen uns einfach eine türkische Kreditkarte. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch hier. Wir haben euch in der Vergangenheit schon mal gezeigt, wie man eine türkische Kreditkarte bzw. streng genommen eine Debitkarte abschließen kann. Damals war das die Oldubil. Aber inzwischen hat sich eine in meinen Augen bessere Alternative ergeben, nämlich die sogenannte Ininal-Karte. Und da hat uns unser User Maximus Decimus X schon vor knapp 3 Monaten drauf hingewiesen. Ich habe das Ganze aber jetzt vor ein paar Tagen durchgespielt und habe da so ein paar Fallstricke entlarvt bzw. Dinge, die sich auch mittlerweile geändert haben. Und deswegen gehen wir das Ganze jetzt nochmal systematisch durch. Also ich erkläre euch, wie ihr diese Ininal-Kreditkarte abschließen könnt. Es gibt streng genommen 2 Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um das Ganze überhaupt abschließen zu können. Erster, und das ist der wichtigere Punkt, ihr braucht einen Reisepass. Und da rede ich nicht von eurem Personalausweis, sondern ich meine wirklich einen richtigen Reisepass für internationale Flugreisen, beispielsweise in die USA oder so. Wenn ihr den nicht habt, seid ihr leider raus. Wenn ihr den Reisepass aus der Schublade hervorgekramt habt, dann geht ihr erstmal hin und macht 2 Bilder davon. Und das erste, da soll nur der Reisepass drauf erkennbar sein. Das heißt, ihr knipst einmal die Vorderseite, schneidet das vielleicht ein bisschen zu, dass es alles gut erkennbar ist. Und das zweite Bild muss dann sein, euer Gesicht, also ein Selfie, das heißt mit der Frontkamera und der Reisepass neben eurem Gesicht. Das heißt, wenn ich den jetzt hier so hinhalte, dann schön hier der Bereich, also Reisepass, Gesicht, beides erkennbar, dass man einfach dann später verifizieren kann, dass ihr das auch wirklich seid auf dem Reisepass. Zweiter Punkt, und das ist nur eine theoretische Option, ein Revolut-Konto würde ich euch empfehlen. Es geht theoretisch auch mit anderen Optionen, beispielsweise Wise wurde auch genannt. Aber Revolut ist auch im Prinzip genau wie Ininal eine virtuelle Kreditkarte bzw. ein virtuelles Konto. Allerdings ein ganz normales deutsches, das heißt, da werdet ihr stinknormal von eurem Bankkonto dann etwas drauf überweisen können und damit dann Dinge zahlen können. Und warum brauchen wir das Ganze? Da kommen wir später zu, denn wir laden damit dann unsere Ininal-Kreditkarte auf. Ich erkläre euch später, warum wir das genau über Revolut machen. Wenn wir diese Voraussetzungen jetzt erfüllt haben, dann gehen wir auf die Ininal-Seite und da werdet ihr merken, okay, die ist erstmal auf Türkisch, weil es ist ja ein türkisches Unternehmen. Aber ganz schön an der Sache, das ist direkt einer der Vorteile, die Seite existiert auch auf Deutsch. Und ich würde sagen, es sagt auch schon so ein bisschen was darüber aus, an wen sich Ininal richtet an Kunden. Es gibt auch noch eine englische, eine russische und eine arabische Seite. Also wenn hier alles auf Deutsch übersetzt ist und tatsächlich relativ gut, dann würde ich sagen, haben die ja jetzt auch nicht so großartig das Problem mit. Und jetzt möchten wir uns registrieren natürlich erstmal. Und das Ganze machen wir, wir sehen es hier, ist es jetzt wieder auf Englisch, Registration with Foreign Passport. Und da ist, wie gesagt, der Reisepass gemeint. Und dann gehen wir jetzt erstmal hin und spielen das Ganze mit unserem Kroko durch. Der braucht natürlich auch eine eigene Kreditkarte. Das heißt, Vorname und Nachname dürfte klar sein. Herr Krokodil, gebürtig am 1.4., ja, wann hat der Geburtstag? 2005. Jünger kann er leider nicht sein. Also das heißt, ihr müsst 18 Jahre alt sein, um da auch ein Konto einzurichten. Irgendwie logisch. Und dann kommt die Reisepassnummer. Und das ist das, was oben rechts auf eurem Reisepass draufsteht. Oben in der rechten Ecke. Diese Nummer braucht ihr hier. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeine. Und jetzt sehen wir hier, hier ist so eine kleine Mischung aus Deutsch und Türkisch jetzt an der Stelle. Aber ich glaube, das lässt sich noch erkennen, worum es da geht. Da müssen wir einfach auswählen Deutschland bzw. Germany in dem Fall. Dann natürlich auch die E-Mail. Und dann brauchen wir jetzt eine Adresse. Wo kriegen wir eine Adresse aus der Türkei her? Ich sag mal so, also falls ihr da Verwandte habt, dann wäre das natürlich ganz praktisch. Falls ihr vielleicht zufällig gerade vor Ort seid, könnt ihr ja eure Hotelnummer angeben. Wir machen das jetzt einfach mal beispielhaft, sage ich jetzt extra nur. Wir machen das beispielhaft mit dem Deloitte Values House, nehmen die Adresse davon und spielen das Ganze mal durch. Haben wir euch auch unten in die Beschreibung reingepackt, dass ihr da direkt zu der Adresse kommt, denn man muss so ein bisschen aufpassen, wie man die eingibt. Erster Punkt ist die Stadt und dann nehmen wir jetzt in dem Fall Istanbul. Zweiter Punkt, der Bezirk, ist in unserem Fall Saria. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dritter Punkt, District, was eigentlich auch Bezirk bedeutet, aber ich glaube, das ist in der Türkei irgendwie so eine Art, wie hier in Berlin würde man Kiez sagen, also das ist nochmal kleinteiliger. Das wäre jetzt in diesem Fall Maslak und das Ma dahinter steht wahrscheinlich dann immer für den District. So, dann haben wir das schon mal. Natürlich die Straße, das ist die, ich kopiere das einmal, ich spreche es lieber nicht aus, aber ich setze mich damit nur in die Nesseln. So, also das hier auf jeden Fall. Und dann, wichtiger Punkt, da jetzt unbedingt aufpassen, wir haben eine Exterior Door Number, das ist hier ganz normal die Nummer, die das Haus hat. Und dann gibt es aber auch eine Interior Door Number. Und das wird hier nicht angezeigt, dass das eine zwingende Angabe ist, was auch irgendwie nach meinem Dafürhalten Sinn ergibt, weil hat ja nicht jeder eine Zimmernummer in seinem Haus. Aber offenbar wird es vorausgesetzt, denn ich bin damit an meine Grenzen gestoßen und habe einen halben Nachmittag verschwendet, weil ich dies immer nicht eingegeben habe und dann jedes Mal abgelehnt wurde. Gebt da einfach eine 1 ein. Wie gesagt, es wird eh nicht überprüft.
gebt da eine 1 ein und dann passt das am Ende. So, jetzt an der Stelle brauchen wir unsere zuvor erstellten Bilder, also einmal die Frontseite des Passes und einmal unser Selfie mit dem Pass neben dem Kopf. Und dann können wir auch schon zum nächsten Schritt. Und an diesem Punkt müsst ihr eure Handynummer eingeben, damit ihr auch einen Verifizierungscode erhalten könnt. Und keine Sorge an der Stelle, ihr braucht keine türkische Handynummer. Das ist auch einer der großen Vorteile von Ininal, weil bei manch anderen Karten braucht man das. Und es ist wieder kompliziert, an eine ranzukommen, muss man wieder Geld für ausgeben. Deswegen einfach hier oben eingeben, +49. Dann landen wir bei DE. Und wer sich auskennt, der wird wissen, die führende 0, die lasst man jetzt weg, wenn da vor +49 steht. Das heißt, aus 0173 wird dann beispielsweise 173 und dann tippe ich jetzt irgendwas danach ein. Ja, natürlich habe ich die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiere sie. Ich habe auch den Erläuterungstext gelesen, alles klar. So, ich möchte hier nicht die SMS, E-Mail und bla bekommen, weil das ist nicht notwendig. Ich brauche ja keine Werbung von denen. Und jetzt ganz wichtiger Punkt. Hier bitte unbedingt darauf aufpassen, dass ihr den richtigen Punkt auswählt. I don't want a contract sent to my address. Das heißt, ihr bekommt dann nicht per Post zugeschickt und habt dann einen Ininal Standard Account. Der hat gewisse Beschränkungen. Beispielsweise könnt ihr da pro Monat nur über 2750 türkische Lira verfügen. Also entweder empfangen oder wieder weiter verschicken. Aber das reicht für alles, was man normalerweise so macht, vollkommen aus. Und ihr müsst euch dann halt entsprechend nicht nochmal doppelt verifizieren und müsst nicht wirklich an dieser Adresse ja, ansässig sein und das irgendwie empfangen können. So, in dem Moment, wo ich jetzt hier auf Absenden gehe, da wird mir dann erstmal eine SMS zugeschickt, die bekomme ich dann auch innerhalb weniger Sekunden auf mein Handy, gebe dann diesen Verifizierungscode ein, wie man das von diverse Zwei-Faktor-Authentifizierungen kennt und ja, dann ist der ganze Prozess erstmal abgeschlossen und dann geht es erst in die Prüfung. Dann wird nämlich geschaut, okay, passt das mit der Adresse? Das war der Punkt, wo ich dann vorher teils rausgeflogen bin, weil ich diese eine 1 vergessen habe, aber dann, als ich das dann irgendwann gemacht habe, ja, da ging es dann durch und dann war mein Account erstellt. So, an der Stelle braucht man den Laptop nicht mehr und natürlich könnt ihr das Ganze auch direkt über die App machen. Das heißt, entweder bei Android oder auf iOS gibt es die Ininal-App im Store. Die braucht ihr später sowieso, also könnt ihr das auch darüber machen. Es war jetzt einfach ein bisschen simpler, das zu zeigen. Machen wir einmal zu und ich zücke jetzt mein Smartphone, denn ich habe ja schon einen freigeschalteten Account und zeige euch noch so ein paar Dinge. Zum Ersten, ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch, wie man das auch auflädt. Denn erstmal, wenn man das dann eingerichtet hat und eine virtuelle Kreditkarte erstellt hat, ist da erstmal kein Guthaben drauf. Wie kriege ich Guthaben auf diese Karte drauf? Das ist nicht so simpel, denn es ist nach wie vor ja ein türkischer Account. Und theoretisch kann man wahrscheinlich von jedem deutschen Konto aus auch irgendwie was in die Türkei überweisen. Aber weiß der Geier, was dann da für Gebühren fällig werden. Ne? Also man überweist dann quasi Euro und da wird wahrscheinlich was abgeknapst und dann nochmal für Auslandsüberweisung und am Ende kommt dann nur vielleicht die Hälfte an von dem, was ihr hingeschickt habt. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehmen wir Revolut und da gehen wir erstmal hin und in unserem normalen Euro-Account tauschen wir erstmal Geld um in türkische Lira. Und ich sage jetzt einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal 10 Euro, das sind nach aktuellem Umrechnungskurs dann 283,50 Lira. Order überprüfen. Da werden auch tatsächlich keine Gebühren für verlangt. Erneut, wenn ihr das innerhalb der Woche macht. Wenn ihr das am Wochenende macht, dann nimmt Revolut quasi so eine Art Schutzgebühr, weil sich der Wechselkurs noch ändern kann. Deswegen, ich würde euch empfehlen, macht den ganzen Prozess innerhalb der Woche. Ich verkaufe jetzt einfach mal Euro für türkische Lira. Und wechsle dann einmal auf meine Börse mit türkischen Lira. Hier sehe ich direkt, hier ist die neue Transaktion. Da sind auch ein paar ältere Transaktionen noch drin. Und was wir jetzt machen möchten, wir möchten diese Karte aufladen. Es gibt zwei Methoden dafür und eine, die schreibe ich mir mal auf die Fahne, habe ich gefunden. Also zumindest stand die nicht im Deal drin. Denn im Deal wurde eine kompliziertere Methode genannt, wie man das Ganze per Überweisung macht. Könnt ihr dann im Zweifelsfall nachlesen. Deal ist natürlich unten verlinkt. Dauert aber länger und ist aufwendiger. Es funktioniert aber eigentlich auch, direkt die Kreditkarte aufzuladen. Also nicht irgendwie per Auslandsüberweisung an eine Bank, die das dann wieder weiterleitet an die Karte, sondern einfach direkt an die Kreditkartennummer. Und das Ganze funktioniert, indem ich unten hingehe auf Überweisung und sage, ich möchte hier eine neue Überweisung starten und möchte einen Kartenempfänger hinzufügen. Die Kartennummer habe ich mir natürlich aus meiner Ininal-App geholt. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann ich da direkt türkische Lira hinschicken. Das heißt, das muss ich auswählen hier oben, die Währung türkische Lira. Und hier an der Stelle jetzt wichtig, die türkische Börse auswählen von Revolut und nicht die mit den Euro, weil sonst schickt ihr Euro rüber und dann werden auch wieder Wechselgebühren fällig. Das heißt, hier wähle ich jetzt türkische Lira aus und schicke jetzt einfach mal, ich sag mal, 111 rüber, dass das so ein schöner Betrag ist, den wir gleich auch direkt erkennen. Eine Notiz muss ich ja eigentlich nicht eingeben. Ich mache es trotzdem mal und schreibe da einfach rein Ininal, damit ich später weiß, okay, damit habe ich das Ganze aufgeladen. Und wir sehen hier, hier werden jetzt Gebühren fällig von Revolut, dafür, dass ich diese Karte auflade. Es sind aber in dem Fall
0,86 türkische Lira und ich habe das mal nachgerechnet, das sind so circa 0,5%. Die werden unabhängig von der Höhe fällig, also es sind immer 0,5%, das ist jetzt kein Pauschalbetrag. Wenn ich hier einen größeren Wert eingebe, steigt die Gebühr entsprechend, wenn ich einen niedrigeren eingebe, dann sinkt sie. Wobei 50 türkische Lira, glaube ich, das Minimum ist, was man aufladen muss, aber das sind ja eh nur irgendwie unter 2 Euro. Ich würde euch dann empfehlen, es einmal mit einem kleineren Betrag zu probieren, ob es grundsätzlich funktioniert. Und wenn es geht, dann direkt einen größeren Betrag hinterher schieben, dann habt ihr erstmal Ruhe. Wir machen das jetzt einmal. So, dann hier steht unten direkt geschätzte Ankunft, normalerweise innerhalb weniger Minuten. Das testen wir. Deine Überweisung wird bearbeitet und kriege auch direkt eine Benachrichtigung. Und dann schaue ich auch nach, ob das wirklich stimmt, dass das Geld schon angekommen ist. Das heißt, ich logge mich bei Ininal ein in meinen Account. Übrigens auch sehr nett an der Stelle, man kann dem Account einen eigenen Namen geben. Ich habe das jetzt einfach mal Lira-Lauf genannt, weil wir alle lieben Lira. Und hier unten sehen wir in den letzten Transaktionen 10.52 Uhr. Da kommt lustigerweise die Zeitumstellung zum Tragen, weil eigentlich ist es erst 9.53 Uhr, aber ja, es ist wirklich instant angekommen. Ich kann es mir nochmal anschauen, hier Transaktionsnummer und alles. Und es sind auch wirklich 111,11 türkische Lira angekommen, also es ist jetzt nicht so, dass sich da Ininal noch was abknapst. Und das ist auch einer der großen Vorteile von dieser Karte, denn bei Oldubil, die wir in der Vergangenheit euch gezeigt haben, da werden mittlerweile richtig, richtig hohe Gebühren fällig, weil man da eben nicht einfach so die Kreditkarte aufladen kann, sondern das über eine Überweisung läuft und sich dann diese Bank, die dazwischen geschaltet ist, nochmal über 6% abknapst. Also das hier nach aktuellem Stand, nach meinem Wissen, die mit Abstand beste Methode, eine Karte aufzuladen und auch die mit Abstand günstigste. Falls ihr noch irgendwelche Alternativen kennt, wo das nochmal günstiger ist, also wo es vielleicht irgendwie komplett ohne Gebühren geht, auch seitens Revolut, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Falls ihr irgendeine andere Karte kennt, wo das ähnlich unkompliziert ist, schreibt es auch gerne mal rein. Aber das hier ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich praktisch. Gut, probieren wir doch mal aus, ob sich das Ganze jetzt auch einsetzen lässt. Und dafür nehmen wir einfach mal den Xbox Store, also von Microsoft, und das Ganze funktioniert ohne VPN. Das heißt, ihr könnt euch einfach im türkischen Store einloggen und da dann entsprechend kaufen. Ich zeige euch jetzt gerade mal, ich habe mir Rayman Legends rausgesucht. Übrigens empfehlenswertes Spiel. Auch die 6 Euro, die hier im deutschen Store verlangt werden, die sind eigentlich recht fair dafür. Wir kriegen es aber natürlich deutlich günstiger, denn ich wechsle einmal in den türkischen Store und sehe hier, ist momentan statt 6 Euro im Angebot für 15 türkische Lira 30, also irgendwie knapp über 50 Cent. Das probieren wir doch mal aus. Und hier habe ich meine Karte schon hinterlegt. Wenn ihr das erstmalig macht, dann müsst ihr da eure Karte wieder erstmal eingeben und entsprechend auch wieder eine Adresse eingeben. Da würde ich sagen, nehmen wir dann einfach die, die wir zuvor benutzt haben, denn das funktioniert gut. Ja, einmal bestätigen. Und es hat geklappt und wir haben mal eben 90% gegenüber dem deutschen Preis gespart, ohne dass wir irgendwie großartig was machen mussten. Wir haben einfach nur unsere türkische Kreditkarte benutzt, um zu bezahlen. Das könnt ihr natürlich grundsätzlich mit allen Spielen machen, die hier bei Microsoft angeboten werden. Ich habe das kürzlich gemacht mit Cyberpunk für unter 8 Euro. Und das geht auch mit dem Game Pass, also mit dem Abo von Microsoft, der leider ab Juli ein bisschen teurer wird, aber immer noch viel, viel günstiger ist als in Deutschland. Und da machen wir euch nochmal ein neues Video zu, wenn diese Preiserhöhung durch ist, damit wir dann ausrechnen können, wie denn wirklich der günstigste Preis ist, wenn man über die Türkei geht für beispielsweise 3 Jahre Game Pass. In der Zwischenzeit am besten schon mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr das Video dann nicht verpasst, wenn es rauskommt.